So, herzlich willkommen zurück hier bei Cyberpunk. Und ja, ich bedanke mich mal schon mal Support. Das freut mich sehr, wenn das mich unterstützt hier bei dem Projekt. Und ich wünsche jetzt viel Spaß jetzt hier bei der neuen Folge. Ich freue mich schon, wie es weitergeht. So. Ja, wir sind jetzt hier noch dran und helfen so ein Knasti. Aber was es da so bringt, ist noch keine Ahnung jetzt so. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ob das springt genug Kohle raus wegen Bankkaufen. Ja, der ist jeder, von Arschloch. Dieser Riesenscheiß zieht bei mir nicht. Wenn du auch nur daran denkst abzuhauen, schieße ich dir die Birne weg. Du wirst nicht fürs Reden bezahlt, Vasquez. Dieser Vasquez ist echt eine harte Nuss. Selbst für einen Bullen. Er ist ein Gewohnheitstier. Wie so viele Menschen. Dieser Braindance. Bin neugierig. Erzähl mir davon. Er heißt die Passion. Und wir wollen damit die breite Masse erreichen. Und wie dies revolutionieren. Wie das? Nun, Stevensons Freigang ist sehr kurz. Wir können nur das Ende mit ihm drehen. Für die Szenen davor nehmen wir wie die Doubles und Imobank-Bestände. Wird sich trotzdem anfühlen wie Stevenson. Wie ist das möglich? Wie wohl? Wir gehören zu IBM. Die stecken Riesensummen in Technik. Bald brauchen wir gar keine Schauspieler mehr. Das wird schön. Und warum Josh? Klingt, als würdet ihr ihn gar nicht brauchen. Das echte Leid Jesu Christi. Das kriegen wir rein digital noch nicht hin. Können wir bitte über was anderes als Gott reden? Josh, das ist dein Abend. Themavorschlag? Ich weiß nicht. Ich habe seit Jahren mit keinem mehr geredet. Okay, wie wär's hiermit? Was machst du zum Entspannen? Also, ich lese die Heilige Schrift, gucke Brandon's und Filme. Kennst du das Remake von Badlands Raid? Ja, schlägt das Original um Längen. Ich sag's dir. Okay, das reicht. Stevenson darf jetzt nicht abgelenkt werden. Er muss sich konzentrieren. Okay. Klappe, wir unterhalten uns gerade, also zieh Leine. Wie bitte? Mach dir endlich klar, worum es hier geht. Dieser Mann erschafft morgen sein Meisterwerk. Er muss sich konzentrieren, seinen Kopf freikriegen und die Performance seines Lebens hinlegen. Es gibt keine zwei Takes. Josh? Ich möchte mich jetzt ausruhen. Perfektes Timing. Dein Job hier ist erledigt, du kannst gehen. Und keine Sorge, du kriegst dein Scheißgeld. Leg wohl, wie. Oh, schade. Reife Leistung, wie. Echt guter Move. Was hältst du von all dem? Der Typ ist völlig durchgeknallt. Und die Konzernratten nutzen das schamlos aus. Dein Zynismus geht mir langsam auf die Nerven. Wir könnten ewig darüber reden. Und es würde doch keinen was kümmern. Die Konzerne bereichern sich weiter. Und die Massen bauen ihre Luftschlösser. Hey, wo ist Johnny der Rebell? Hast du ihn verloren? Hab ihn gefunden. Er steckt in dem Typen da. Er ist der wahre Rebell. Entscheide dich mal. Durchgeknallt oder Messias? Er hat den Verstand verloren, genau wie die ganze Welt. Und dein Verstand geht auch flöten, weil ich in deinem Kopf bin. Tja, wenn man die Welt retten will, ist das der erste Schritt. Ein angeknackster Verstand. Was meinst du? Gibt es Gott? Fuck. Ernsthaft? Na los, ernst gemeinte Frage. Was? Warum? Dein Herz stand still und dann nicht mehr. Überlegst du jetzt, ob ein Konstrukt überhaupt gerettet werden kann? Verrückter Tag heute. Irgendwie surreal. Aber die Realität ruft. Komm. Wir haben noch was vor. Okay.
So, ist abgeschlossen. Okay, ja, ist abgeschlossen. Dann gehen wir zur nächsten Mission. Mal nicht. Das ist noch ein bisschen zu schwer. Da muss man noch ein bisschen was erreichen. Hier unten. Noch so ein paar. Das sind komische Aufträge. Ah, gut. Okay. Das sieht mir ein bisschen merkwürdig aus, aber komm, wir nehmen das jetzt. Oh, wir haben auch ein neues Level. So ein Bein. Irgendwie ein bisschen mehr Leben. Okay. Warte mal, das ist doch hier Gesundheit. Doch hier auch, ne? Gesundheit. Zeit wäre irgendwie ein bisschen sehr rathaft hier. Ertragen. Ah, hier haben wir doch was. So, da machen wir auch ein bisschen mehr Gesundheit. Und ja, wir gehen zum nächsten Auftrag. Wir konnten doch irgendwo hier, ja genau. Was denn hier? Ist das? Ja, genau. Ja, wir wollen hier hinten. Dann reisen wir da mal hin. Da ist was? Nix? Okay. Geben wir erstmal ein bisschen so die Nebenaufträge durch und ein bisschen zu leveln. Probe die Mall da machen. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, wir sollen. Wie ist jetzt die Frage, wie weit das jetzt ist? Wir müssen jetzt irgendwie da hoch, ne? Okay, hier rein. Hoch, okay, alles klar. Dann gehen wir mal darüber. Sehr viele Feinde gemacht. Wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde. Verstehst du? Okay. Ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Infos sind im Anhang. Okay, das machen wir später. Wir machen das jetzt hier erstmal. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist also weh. Weiß nicht, ob du schon Bescheid weißt. Echt traurig. Sie hat einen Demon für dich hinterlegt. Geschenk aus dem Jenseits. Sollte auf der dritten Generation laufen. Okay.
Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Okay. Gehen die Dorn alle was? Okay. Danke. Und wie setzt man das? Ich habe das jetzt gerade gekriegt. Ach nee, welche Taste? Gerade bekommen. Inventar. So, den habe ich jetzt gerade gekriegt. Mal hier. Oder? Okay. Kann man die auch verkaufen hier? Braucht die Kohle, deswegen. Irgendwas Cooles im Angebot? Klar, wenn du Kohle hast. So, wir gucken erstmal, was wir verkaufen können. So, wir haben jetzt hier Rot. Verkaufen. So, verkaufen. Stärke. Lass mal die Mütze rausnehmen. Die habe ich angelegt. Verkaufen. So, was haben wir denn noch hier? Brauchen wir nicht. Zwei Katan. 173, 260. Okay, dann tun wir die. Ja, warum? So, was haben wir hier? Okay, noch ein bisschen. Kaufen. Also, ich kaufen. Verkaufen, was haben wir hier? Nochmal ein bisschen Panzerung, sehr gut. Ja. So, machen wir hier. Tappen. Kaufen, machen wir hier. Verkaufen. Kaufen. Okay, alles klar. Kohle hier. Ja, an ein Auto kommen hier. Das beilen wir. Was haben wir hier? Ich noch nicht angesorgt.
Nummer 1. Hier. Das, was ich angelegt habe. Okay, alles klar. Oh, was ist man da? Okay. Danke. Was hast du noch so Schönes für mich? Vielleicht ein bisschen mehr Leben? Das sieht mir ja nicht so aus. Okay. Danke. Oh, viel war das jetzt nicht. Wollen wir hier rüber gehen? Zugangspunkt. Soll da gemacht werden? Also, warte mal. In den Zugangspunkt. Jetzt hier. Okay, da haben wir vielleicht ein paar Sachen mehr. Okay, wir haben mal C1, C1. Nicht, da haben wir C1. Hier auch C1, hier ist. Lassen. Habe ich hochgeladen. Okay. Wir gucken gerade Plaxen hier. Okay, dann machen wir noch mal C1. Ich muss da rüber. Achsen. C1. So. Okay, haben wir auch erledigt. Okay, vielen Dank. So, nee, Maul brauchen wir nicht. So, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt mittlerweile 11.000. War sehr gut. Immer noch so schönes hier. Das hier. Zeitig oder so, okay. Hab das jetzt so höllische Nachbarn. Komm, wir machen das höllische Nachbarn. So. Okay, dann gehen wir mal weiter. Mein Auto. Dann noch einen Waffenshop brauche ich nicht. Ist das jetzt hier in der Nähe? Oder ist jetzt hier in der Nähe? Was ist hier in der Nähe? Ist hier in der Nähe? Einmal Auto bitte. Yes. Was ist da? Oh, möchte die Sicht nicht. Geht die Sicht jetzt nicht. Warte mal. Danke, jetzt habe ich meine Sicht. Danke. So. Sind wir schon da hier? So, einmal absteigen bitte. Danke. So, wir müssen hier rein.
hinten. Ja, komm, hau ab. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, okay, wir besuchen das noch. Ich wollte eigentlich reden mit dir, aber egal. Wenn du das irgendwie unbedingt haben möchtest, dann ist es Sperr. Ja, ich will. Wo ist der eine? Wo ist der eine? Was für den Schönes. Komm, ich nehme alles mit. Ja, oh, haben wir schon geniedet. Hast du noch eine Waffe für mich hier? Ein Anzug, danke. Muss der? Du spielst mit Granaten? Kann ich auch. Kann ich irgendwie die Granaten wählen? Okay, bringt mir auch nichts. Hallo? Die Waffe haben. Okay. Alles klar, was soll denn hier jetzt sein? So, abgeschlossen, danke. Danke. Und dann kann man trinken holen. Okay, da haben wir das erledigt, das ist sehr gut. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir ein Like da oder einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Support und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.